damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familienschar 2021. Ja, ich habe wieder ein bisschen Geld erschaffen und darf. Deswegen haben wir jetzt Strauße und Hirsche. Die Hirsche werden jetzt weiter produziert. Sagen wir es mal so. Und die Kühe, wovon wir irgendwie keine mehr haben. Komisch. Sind jetzt nur noch Milchkühe. So. Die Werkstatt steht jetzt hier. Die stand ja vorher eigentlich hier. Hier ist ein neues Feld entstanden. Da wächst Gras. Wir bauen noch mal kurz einen Parkplatz hier. Jetzt können wir mal kurz gucken. Also wir brauchen auch noch mal einen neuen Traktor. Kann man hier einen gebraucht kaufen? Hier gebraucht. Da. Nee, ist immer noch zu teuer. Ja, aber wir brauchen jetzt Werkzeug ist das, glaube ich. Brauchen wir einen Schwader. Ja. Strom brauche ich auch. So, einmal bitte hier platzieren, danke. So. Rapshonig können wir verkaufen. So. Dann brauchen wir hier eine Mähmaschine. Aber für die haben wir kein Geld mehr. Auch schön. Naja, egal. So. Man hört die Hirsche. Ah, hier kommen die neuen Kühe. Und was bringt er hier? Keine Ahnung. Weil wenigstens haben wir jetzt ein bisschen wieder einen schöneren Hof aufgebaut. Zu wenig Produktion. Ich genügend Hirsch. Ja. So. So, jetzt. Hier müssen wir nochmal einen Mais-Häcksler kaufen. Produziert nur Eier, also ein Straußenei. Die sollen ja, glaube ich, sehr riesig sein. Hier habe ich, glaube ich, auch noch einen Brunnen platziert. Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon kennt.
Wie sieht's hier mit Raps aus? Dauert auch noch ein bisschen. Hier wachsen Kartoffeln. Können wir uns was verkaufen? Ja, hier. Butter und Eier. Natürlich alles Bio. Ist klar. Zack, haben wir schon wieder 6000. Da können wir mal Kartoffelsaat kaufen, weil... Hier keine Kartoffeln, die werden gepflanzt. So. Einmal, bitte. Ich brauche, glaube ich, auch eine Kartoffelsaatmaschine. Ja. Dann mieten wir uns die nur kurz. Warum habt ihr kein Essen? Hä? Kapiere ich jetzt schon wieder nicht. Was fehlt euch denn? Hier, bei denen fehlt nichts. Naja. So, jetzt müssen die aber mal Kartoffeln säen. Also sonst kann ich wieder da mal diese Sämaschine zurückgeben. Wisst ihr was, das mache ich auch. Auch weil und kaufst du mir dann irgendwann entweder gebraucht oder neu, wenn es soweit ist. Ja. Ja, dieses Training dauert, Produktionen schneller laufen, ist jetzt bei 77%. Das dauert noch im Spiel 21 Tage. Warum haben die Straußen jetzt kein Essen? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ah ja, schön. 1.10. Dann hab ich ja in 10 Tagen Geburtstag. Und warum? Ich hab doch jetzt hier Hirsche. Was kapieren? Hier sind doch Hirsche. Ich will die bereitstellen zur Verfügung. So eine neue Produktionsleine hinzufügen kostet 453.300. Alter, ist das teuer. Aber die haben doch auch hier Leute bei. Hier, Bio-Hirsch wollen wir.
Hungerproblem wohl weg. Ja. Ich muss mal kurz gucken. Ich schau mal, ob wir noch was verkaufen können. So. Im Moment kann man nicht so viel tun, weil wir haben nicht so viel Geld und wir haben auch nichts zum Ernten. Schau mal, was dann als nächstes. Ja, das muss ernten. Das muss man ernten. Sonst vergammelt das und man. So, wir haben keinen Maishäcksler. Wie lange brauchen die Äpfel noch? 41 Tage. 33 Tage brauchen noch die Sonnenblumen. Die Kartoffeln. Wann können wir denn das Gras mähen? In 26 Tagen. So. Ja, machen die Arbeiter Pause. Ach so, und gehen nach Hause. Ja, Hirsche. Was fehlt hier an Nahrung? Kann mir das jemand sagen? Nicht genügend Biomais, nicht genügend Soja, okay. Aber wir haben hier Hirsch. Sagen wir mal, das soll kein Bio-Hirsch sein. Ah, jetzt funktioniert's. Sieh einer an. Ja, okay. Nee. Sind wir noch. Na okay. Wir brauchen wahrscheinlich echt mehrere Stellen, größere Ställe. Ja. Bauen wir dann halt in den nächsten Tagen. Ja okay, dieses Video wird vielleicht ein bisschen kürzer. Ich habe euch einfach nur ein bisschen den Fortschritt gezeigt. Ja und dann in der nächsten Folge schauen wir mal, was sich dann so tut. Vielleicht zeige ich euch dann wieder den Fortschritt oder wir bauen was, wenn ich Geld habe. Okay. Haut rein. Ciao.